Willkommen zur 61. Folge von Dead by Daylight. Heute mal wieder als Hexe. Ich brauche einfach mal wieder ein gutes Erfolgserlebnis, würde ich einfach mal sagen, weil wirklich mit Abstand ist die Hexe meine Lieblingskillerin. Und wir haben sogar unsere Heimmap hier bekommen, also Backwater Sumpf. Das sollte doch wohl ein gutes Spiel ergeben, würde ich mal sagen, mit unseren Standard-Perks rechts unten ausgewählt. Da haben wir jetzt auch schon den ersten bearbeiteten Generator gefunden. Ich glaube, der Trick an der ganzen Sache ist, wenn man mit der Hexe spielt, dass man nicht nur seine Fallen, wie wir jetzt gerade sie neben dem Generator platziert haben, sondern dass man sie über die ganze Map irgendwie verteilt, wie zum Beispiel hier platziert. Hier war anscheinend gerade jemand. Ich meine, natürlich, es bringt auch was, die Generatoren so zu schützen. Aber zum Beispiel hätten wir sie ohne diese Falle hier nicht bekommen. Und da bietet sich direkt die nächste an, okay. Keine Ahnung, was das werden sollte. Und sie rennt einfach weiter. Ich dachte, vielleicht sollten wir sie mal einmal kurz hier mindgamen. Und da sie sich so angeboten hat, nehmen wir auch sie und verfolgen sie weiter. Da kriegt sie. Und oben ist anscheinend dieser Generator auch schon recht weit. Von daher sollten wir gleich auf jeden Fall mal da schauen gehen. Und noch eine Kleinigkeit, die man vielleicht anmerken sollte, man muss fast immer viele Fallen auf der Map verteilt haben, damit diese Fähigkeit auch wirklich dann was bringt und noch irgendwie zum Zuge kommen kann. Ja, okay. Und es ist natürlich gut, wenn die Überlebenden noch nicht Bescheid wissen, dass wir eine Hexe sind und damit diese Fähigkeit haben. Da rennen sie dann doch schon mal ein bisschen mutiger in den Safe hinein. Und werden dann von unserer Falle überrascht. Auch diese Falle hätte uns schon einen Vorteil bringen können, wenn wir sie vielleicht ein bisschen besser genutzt hätten. Er ist hinten runtergesprungen, das habe ich anscheinend nicht bemerkt gehabt. Jetzt geht es aber gerade hier richtig los. Meine Güte. Und man sollte halt darauf achten, dass die Fallen nicht unbedingt immer so ganz offensichtlich verteilt sind. Und da geht aufgezehrte Hoffnung, glaube ich, ist es auf Deutsch. Devour Hope auf Englisch. Damit ist unsere Fähigkeit für dieses Spiel wohl weg, dass wir jemanden per Hand killen können. Ah, und hier ist sie. Alles klar. Da haben wir sie endlich mal gefunden. Und sie sprintet auch wieder die ganze Zeit einfach nur in eine Richtung. Aber die Überlebenden gehen sehr hinter unseren Totems hinterher. Das ist natürlich nicht so schön zu sehen. Kurz beobachten, wo beide hinrennen. Einer links, einer rechts. Okay, gut zu wissen. Jetzt ist natürlich auch schon unser anderes Perk weg. Was sie so ein bisschen zurückgestuft hätte von ihrer Geschwindigkeit her. Aber das sollte wohl nicht zu viel machen. Wir müssen halt nur möglichst schnell jetzt nochmal ein paar weitere Überlebende finden und die aufhängen. Das ist schon wieder diese blöde Laufart, dass man auf den Killer zuläuft und dann direkt wieder wegläuft. Aber ich gehe jetzt nicht da für die Rettung. Das finde ich nämlich blöd, wenn wir jetzt da wirklich direkt wieder zum Haken zurückgehen. Ah, okay, sie ist oben. Aber hier haben wir noch jemanden. Alles klar. Macht nichts, dann wählen wir sie halt. Was für ein Zufall.
Das war jetzt auch nicht mal absichtlich, aber wenn wir hier direkt so ein Opfer vor uns finden, dann nehmen wir sie natürlich. Aber momentan ist halt nur ein Generator gefertigt worden oder fertig gemacht worden. Das spielt uns erstmal in die Karten. Und wir sollten einiges noch an Druckmittel haben, auch wenn schon zwei unserer Perks zerstört wurden. Und jetzt mittlerweile wissen sie natürlich Bescheid, dass wir die Hexe sind und gehen an die Rettung ein bisschen vorsichtiger ran. Deshalb räumen wir hier auch einmal kurz auf und lassen uns mal ein bisschen Zeit. Ich meine, dass ich da jemanden gerade noch gehört habe. Mal schauen, ob sich hier jemand in der Nähe befindet. Und ja, Mac Thomas ist hier. Oh, und da rennt sie in die Wand rein. Das war natürlich ein sehr schlechter Move von ihr. Dann zerstören wir jetzt noch einmal den Generator oder beschädigen ihn und heben sie dann danach auf. Wir wissen, dass hier auch noch jemand in der Nähe ist, von daher müssten wir vorsichtig sein, nicht von irgendeiner Palette getroffen zu werden. Aber ich denke mal, das bekommen wir einigermaßen hin, weil hier sollte ja nichts in unserem Weg sein. Alles klar. Das war ein sehr komischer Bug. Keine Ahnung, was das war. Jetzt können wir natürlich nochmal kontrollieren, ob hier jemand dran war. War keiner dran, okay. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil dann befindet sich sehr wahrscheinlich keiner mehr bei uns in der Nähe. Oder keiner in der Nähe von Mac Thomas zumindest. Jetzt geht unsere Suche dann wieder weiter. Ah, okay. Jetzt wurde sie gerettet. Und das sind natürlich dann die wichtigen Schläge, dass wir sie da irgendwie vom Generator wegbekommen. Ah, davon lassen wir uns jetzt erstmal nicht stören. Oh mein Gott. Ihn hätte ich vielleicht mal treffen sollen. Das hätte mir, glaube ich, einiges an Zeit gespart. Und sie befinden sich schon wieder alle hier. Oh mein Gott, wie konnte ich sie denn da nicht treffen? Jetzt aber. Okay, das war sehr komisch. Eigentlich dachte ich, ich müsste diesen Schlag treffen. Und sie lösen gerade extrem viele Fallen von mir aus. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Dadurch müssen wir wieder neue Fallen irgendwo platzieren. Und wo ist sie jetzt schon wieder hingekrochen? Hier irgendwo, oder? Hier vorm Fenster. Ja. Oh nee. Jetzt gehen wir natürlich durchs Fenster durch. Alles klar. Jetzt aber aufheben. Ja. Nee, da stand's. Aufheben. Das kostet uns jetzt natürlich extrem viel Zeit dadurch, dass wir das nicht sehen konnten und durchs Fenster gegangen sind. Aber sehr viele Überlebende sind schon auf ihrem zweiten Hook und sind beim nächsten Mal tot. Das ist schon mal sehr gut für uns. Jetzt ist hier hinten auch jemand an unserem Totem noch beschäftigt, an unserem letzten. Dadurch wussten wir zumindest, wo sich einer der Überlebenden aufhält und konnten sie dadurch aufspüren. Ich meine, das letzte Totem ist mir jetzt eigentlich recht egal. Oh mein Gott, okay. Zwei Generatoren direkt hintereinander. Das ist natürlich nicht schön zu sehen. Aber sobald wir den ersten auf dem Haken töten, haben wir wieder die Oberhand. So zumindest meine Vermutung. Und sie lösen wieder alle Fallen aus. Alles klar. Aber sie müsste jetzt auch tot sein, soweit ich weiß. Das müsste ihr dritter Hook sein. Ja, und so ist es auch.
Und damit sollte sich jetzt unser Druck nochmal erhöhen. Auch wenn schon nur noch zwei Generatoren da sind. Einer schon aus dem Spiel raus, das ist schon mal sehr gut. Und hier befindet sich auch jemand am Generator. Und da ist Mac Thomas auch. Oh, und da ist sie sehr lange in diese Wand reingerannt. Okay, das schafft sie vielleicht nochmal. Aber jetzt sollten wir sie gleich oben dann erhalten oder bekommen. Sehr schön. Meine Schläge sind dieses Mal auch irgendwie vergleichsweise präzise. Ich weiß nicht wirklich, ob das jetzt mit der Hexe zusammenhängt oder ob ich einfach einen guten Tag habe. Aber es ist halt ein Fakt, dass ich mit der Hexe eigentlich recht gut spiele. Und Megan ist damit jetzt auch auf ihrem zweiten Hook. Und wir versuchen einfach mal jetzt nochmal viele unserer Fallen zu platzieren. Und vielleicht hier einmal diesen Generator zu kontrollieren. Nicht, dass der hier gleich fertig gemacht wird. Alles klar, da wurde sie jetzt gerettet. Wir müssen jetzt langsam nochmal dann wieder einen zweiten auch töten und dann sollten wir vielleicht auch, oder werden auch vielleicht die Möglichkeit bekommen, okay, was macht sie? Ein paar mehr Leute hier aus dem Spiel zu entfernen als nur zwei. Oh, das war recht knapp, schade. Da hinten läuft sie. Oh, ob das die richtige Idee war, hier hochzugehen, ich weiß es ja nicht. Nicht wirklich. Also an ihrer Stelle, glaube ich, wäre ich nach unten gegangen. Weil unten ist es als Killer deutlich schwieriger, jemanden nochmal rauszuführen. Und wie schon prophezeit sozusagen, haben wir auch den zweiten aus dem Spiel entfernt. Na okay, mittlerweile haben sie aber auch noch einen Generator gemacht. Sehr interessant. Dann kommt es jetzt nur noch auf zwei Spieler drauf an. Ach, da oben ist sogar jemand. Ah, schade, den Lunch habe ich leider nicht ganz so gut hinbekommen. Aber Megan, ich glaube, du bist auch tot danach. Dieser Haken war leider schon kaputt, wie wir gerade gesehen haben. Ob wir sie da hochkriegen, ich weiß es ja nicht so ganz. Nee, ich glaube, das wird leider nichts. Vor allem, weil wir jetzt hier noch hängen bleiben. Nee. Na, da haben wir einfach zu viele Fehler gemacht. Hier sehen wir zumindest die Kratzspuren und da hinten haben wir auch etwas sich bewegen sehen und da ist sie auch schon wieder. Jetzt müssen wir es aber mal hinbekommen. Und dieser Lunch, der war komplett unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie versucht wirklich dieses Palettenspiel hier zu spielen. Ah, schade, und sie läuft nach unten, das war natürlich clever von ihr. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und dadurch hat sie extrem viel Vorsprung gewonnen. Jetzt können wir sie nur irgendwie durch cleveres Routing sozusagen den Weg abschneiden. Und das haben wir wirklich gar nicht so schlecht gemacht. Oh mein Gott. Und dieser Schlag hat wirklich getroffen. Das war gar nicht so leicht. Und hier um der Ecke haben wir sogar noch einen Haken, den wir dann doch mal jetzt letztendlich nutzen können. Jetzt fehlt da noch der letzte Überlebende. Ich
Ich bin mir ja immer so unsicher, ob man wirklich den Foreman bekommt oder hinbekommt. Ah, da oben hat er jetzt den letzten Generator gemacht. Das war natürlich nicht sonderlich clever. Mal gucken, ob wir jetzt das Spiel wirklich spielen, was ich mir ausdenke. Genau. Jetzt eine Falle platzieren und dann können wir nach oben gehen. Och, Jake. Was dachtest du dir denn nur dabei? Da hatte er natürlich nicht sonderlich viele Optionen, außer dann wegzulaufen. Wo er gemerkt hat, dass wir unten erstmal eine Falle platzieren. Aber Jake, damit haben wir ihn auch bekommen. Und damit haben wir wirklich einen Foreman wiederbekommen. Die Hex ist einfach der beste Killer meiner Meinung nach. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu mal in den Kommentaren schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, welchen ihr am besten findet. Oder welchen ihr am häufigsten benutzt, kann man ja auch so sagen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschö.